Bereit für eine neue Art der Unterschrift? Immer mehr konventionelle Methoden werden heute durch digitale ersetzt. Mercedes-Benz, der Marktführer für Automobilinnovationen, unterzieht die klassische Unterschrift einer digitalen Transformation mit Sign@DAG für Direct Sales. Was bedeutet die digitale Unterschrift mit Sign@DAG? Die digitale Signatur mit Sign@DAG ermöglicht kundenorientierte, durchgängige und papierlose Arbeitsabläufe für einen digitalen Verkaufs-, Auslieferungs- und Hereinnahmeprozess. Gestalte ein noch besseres Kundenerlebnis. Die Signatur wird mit Sign@DAG noch einfacher und sicherer. Zufriedene Kunden und erfolgreiche Marken. Die Erfahrung zeigt es. Die digitale Signatur trägt zur höheren Kundenzufriedenheit bei. Wie kann uns die digitale Signatur mit Sign@DAG unterstützen? Heute geht es vor allem um Effizienz. Wir können Zeit und Energie sparen und dabei die Produktivität erhöhen. Niemand muss mehr Dokumente von A nach B tragen, um diese zu archivieren. Alles ist nur einen Klick entfernt. Eine Signatur-App für alles. Beschleunige deine Arbeitsabläufe. Steigere die Kundenzufriedenheit. Mache das Arbeitsleben einfacher. Wie wird die digitale Signatur verwendet? Stelle sicher, dass die Sign@DAG-App auf deinem Tablet installiert ist. Falls nicht, kannst du die App jederzeit bei Apps at Work downloaden. Bevor es losgeht, muss das Profil in Diverse angepasst werden. Klicke einfach auf Verwaltung und wähle dort dein Profil aus. Wähle eine Device-ID aus, die maximal 8 Zeichen lang sein darf. Klicke anschließend auf Speichern und wähle den Button QR4Config. Es öffnet sich ein Browserfenster mit einem QR-Code. Danach geht es auf dem Tablet mit der Einrichtung der Sign@DAG-App weiter. Gehe dafür in die Einstellungen, indem du auf das kleine Zahnrad unten links tippst und dort die Zeile Synchronisationsdienst per QR-Code konfigurieren auswählst. Damit wird die Kamera des Tablets aktiviert, sodass der zuvor in Diverse generierte QR-Code gescannt werden kann. Nachdem der Code erfolgreich eingescannt wurde und du das Fenster geschlossen hast, ist die App bereit für die Kommunikation mit Diverse. Wie geht es weiter? Beim Erstellen eines Dokuments, das unterschrieben werden soll, wirst du in einem Dialog gefragt, in welcher Form die Unterschrift erfolgt und wie bzw. ob dem Kunden eine Kopie des Dokuments zur Verfügung gestellt werden soll. Nach der Auswahl drücke den Button Erstellen. Kurze Zeit später wird das Dokument im Posteingang mit deiner Sign@DAG-App verfügbar sein. Du kannst den Posteingang auch aktualisieren, indem du diesen nach unten ziehst. Wähle das Dokument aus, das geöffnet werden soll, und blättere zu den Unterschriftsfeldern. Durch Tippen auf das entsprechende Unterschriftsfeld vergrößert sich das Feld, welches der Kunde unterschreibt. Durch Klicken auf die Schaltfläche Fertig wird die Unterschrift in das Dokument eingefügt. Wenn alle Signaturvorgänge beendet sind und das Dokument durch das Tippen auf den grünen Haken abgeschlossen wird, verschwindet das Dokument aus dem Posteingang. Jetzt kannst du von deinem Archiv auf die digital unterschriebenen Dokumente zugreifen. Du musst lediglich in Diverse auf Kontakte klicken und das Dokument mit einem Rechtsklick auswählen. Das unterschriebene Dokument wird direkt auf deinem Bildschirm angezeigt. Nachhaltig erfolgreich im Alltag leben. Papierlose Arbeit steht für ein umweltfreundliches Unternehmen. Im modernen Business ist die digitale Vernetzung von entscheidender Bedeutung. Unterschätze jedoch nie die Stärke eines festen Händedrucks.